Senior Jim. Oh je, ist der Direktor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Wie auch immer, gibst du auch im nächsten Kampf alles. Okay, was auch immer da abgeht. Wir haben zwei Kämpfe geschafft hier in Pokémon Karmesin und nun kommt der dritte Kampf. Für unsere vier verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Vier verbleibende Teilnehmer? Vier weitere Kämpfe? Oder wie soll das gemeint sein? Champ Michael gegen Senora Amura, die Kampflehrerin. Tag, Neuzugang. Das große Akademieturnier. Oder besser gesagt, die ultimative Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Schon bei dem großen Gedanke daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, um mein gesamtes Können unter Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Danke, danke. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für diesen lieben Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champ Mike nennen. Als Lehrerin empfinde ich es als meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andernfalls darf ich als Kampflehrerin auf gar keinen Fall gegen meine Schülerin verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Drum sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mitsamt Handschuhen anfasse. Kein Problem. Ich werde dich nämlich zerstören. Legios? Legios ist ganz lustig. Das wird ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Sie tanzt so rum, als würde sie gleich selber anfangen wollen, mich zu boxen. Aber kann sie natürlich nicht. Ich werde jetzt mal eine andere Taktik machen, und zwar drinbleiben mit meinem Delfinator. Obwohl, nee. Obwohl doch. Nein, ich wollte nicht fliehen. Bin auf den falschen Knopf gekommen. Nee, dann gehe ich doch rollen. Ich dachte, vielleicht, vielleicht macht er das genug Damage mit Akrobatik, weil es effektiv. Was zum Teufel? Wieso hat das. Achso, wegen Regen. Aber weil es regnet, macht eine Wasserattacke mehr Damage, oder? Komisches Doppel-Laying. Ich glaube, das ist es sogar. Ja, gut, ich kann jetzt unmöglich wissen, welches Boomer als nächstes kommt. Deshalb packe ich jetzt einfach mal meinen Super rein. Der handelt das schon. Ein Tauros. Nee, kommt da drin. Weiß nicht, was für ein Tauros sie hat. Könnte ja jedes sein. Ein Feuer-Tauros. Okay. Nicht so rumtanzen. Ich besieg dich jetzt. Ich mach dich fertig. Erdbeben, Mann. Aber weißt du was? Erdbeben geht auch auf beiden Seiten. Auch wenn das jetzt ein blöder Crit war. Vielleicht krieg ich auch einen. Nein, leider nicht. Aber, na gut, was soll's. Ich opfer meinen Super. Mal wieder. Und dann gucke ich, wen ich reinsetze. Okay, ja, ist. Ja, komm, mach ich mal Farigeov. Ich versuch's mal. I want to try this. Wie es mich da oben anguckt, so. Doppelstrahl sollte genügen. Obwohl Psychokinese eigentlich auch eine generell bessere Attacke ist, wurde mir gesagt, aber. I don't not know specifically. Also was soll's. So oder so, das Ding ist jetzt down. Ja. So oder so ist es down. Okay. Vielleicht kriegen wir auch das Video schon heute durch. Aber wissen tue ich es nicht. Wenn jetzt doch wirklich nach der Person hier drei weitere Kämpfe kommen, dann wird es noch ein bisschen dauern. Resladero. Ist das nicht ein Kampf-Pokémon? Oder was ist das? Ich meine, das wäre ein Kampfflug. Ja, Kampfflug. Das Gen 6-Ding. Psychokinese sollte also genügen, außer es killt mich instant. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber alles geht gut aus für uns. Instant down. Armes Resladero. Armes kleines Resladero, du. Ein bisschen Heilung kann ich auch nicht schaden. Okay, was kommt als nächstes von dir? Noch ein Tauros? Kommt das Wasser-Tauros? Oder normales? Das Wasser-Tauros. Das gibt es nur in. Ich glaube, das gibt es nur in Pokémon Violet. Vielleicht liege ich auch falsch, wenn mich jemand berichten möchte. Rasender Stier. Was ist das für eine Attacke? Scheinbar die Signature-Attacke von dem Ding. Rasender Stier. Interessant. Aber langweiliger Attackenname, finde ich. Aber trotzdem interesting. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber Farigeov hat einen sehr guten Job, tatsächlich.
Freut mich natürlich. Meditales, letztes Pokémon. Oder? Ich glaube, es ist ihr letztes. Weil es ja ihr Main-Ding ist. Ja, nee, ist es nicht. Nee, ist es nicht. Dann ist Fallgift down. Aua. Hat aber einen super tollen Job geleistet. Da könnte ich schon echt stolz sein. Okay. Regnet's noch? Nein. Versuch's trotzdem mal mit Akrobatik. Delphi-Man! Wird das jetzt nämlich erledigen? Bam! Wow! Das hat mehr Damage gemacht als gedacht. Und weh, du treibst irgendwas funny hier. Bam! Aufs Mull bekommen! Down ist es. Und du? Level up. Hariyama ist ihr letztes Vieh. Gute Arbeit. Damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Ja, das will ich doch mal hoffen. Ich will hier keinen easy peasy Lulatsch Fight haben. Das soll ja natürlich eine Herausforderung sein. Dafür ist das hier doch gedacht, dachte ich. Wer im Hier und Jetzt gewinnen will, muss sein gestriges Ich übertreffen. Okay. Ich glaube, das ganze Turnier ist halt nur, um nochmal gegen die ganzen Lehrer zu kämpfen. Gibt es auf der erste Kampf, aber sonst haben wir zwei Lehrer hintereinander. Ich glaube, da kommen noch mehr. Und das haben wir noch nicht gesehen, oder? Diesen Hut. Dieser Uppercut. Sieht cool aus. Oh, nice. Die Hälfte ist schon mal weg. Ein Sieg hat nur Bedeutung, wenn man alles dafür gibt. Ja, schon. Aua. Das ist ziemlich blöd. Aber what soll's. Ich habe noch genug Pokémon bei mir. Und zwar die Hälfte. Aber komm, das wird doch wohl reichen gegen das Ding. Oder? Ich pack mal ins Titan rein. Die zwei fetten Leute hier. No front. Nein, die beiden Dickerchen. Ja, ich meine Body Slam, ja? Hui! Boing! Ernsthaft? Wenn ich überlebe, kann ich zumindest Eisbitter einsetzen. Das macht. Okay. Okay. I see how it is. Alles klar. Alles klar. Das ist sehr blöd. Sehr, sehr blöd. Bellybolt. Vertrau dir. Du musst nur ein Damage machen. Einmal kurz, zack, bumm, und das ist was. Mehr brauchst du nicht. Komm, Voltwechsel, reicht schon. Hi, yeah! Der Bumerang. Und Hariyama ist down. Hahaha, bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst im Kampfkunst steckt. Okay, war ich so krass? War ich so interesting? Und die Siegerin des dritten Kampfes ist mal wieder Champ Michael. Diese Niederlage schmerzt besonders. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück. Ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viel dazugelernt. Es überreicht dich vielleicht, das zu hören. Aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kindern doch wohl kaum damit in die Ohren legen. In den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gebt alles. Toi, toi, toi. Alright, vierter Kampf. Oh, damit erwartet uns endlich das große Finale des Turniers. Aber wir sind schon durch? Oh, krass. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Champ Michael? Danke, Mila. Gegen unseren Ehrengast in diesem Turnier, Top Champ Zagaria. Ja, die haben wir zwar schon mal besiegt, und zwar als Champ, ne, unser Champ-Kampf. Aber es gibt wohl noch ein Rematch mit ihr. Nach dem ganzen Rennen kann man wohl auch noch gegen sie rematchen. Aber nicht gegen die zwei, drei Leute aus, gegen die drei exklusiven Leute aus dem Liga. Ich glaube, gegen die kann man nicht rematchen.
Ich weiß es nicht. Bin mir sicher, aber ich glaube nicht. Schön, dich zu sehen, Champ Maike. Ich dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden. Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, an unserem Können zu feilen, das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen. Tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandssitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst das Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Okay. Ich mag das Theme auf jeden Fall. Ist ziemlich cool. Und wie gesagt, das ist hier wohl das Finale. Du und ich gemeinsam werden wir den anderen den Weg weisen. Also ja, scheinbar wird das hier vor, ich sag mal, dem DLC das Finale dieses Let's Plays, das erste. Vielleicht mache ich hier und da noch mal ein paar Videos über das und dies und jenes, aber nicht zum Beispiel ein Pokédex. Aber ansonsten ist das hier erstmal das Finale, Freunde. Es tut mir leid. Es muss leider so enden. Ich weiß, wir sind alle sehr traurig und am Heulen und am Weinen. Das Spiel, muss ich sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Ich habe ja schon meinen Fazit gegeben, aber es ist zwar schwer für mich, zu diesem Spiel zurückzukommen. Aber wenn man es mal spielt, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Und das kann ich allerdings sagen zu dem vorherigen Spiel von Pokémon, also Gen 8. Schwertschild. Da ist es nicht nur schwer zurückzukommen, sondern auch zu bleiben. Und hier ist es nur, für mich zumindest, nur schwer zurückzukommen. Aber bleiben ist nicht schwer. Aktilas ist ein Eis-Pokémon, I think? I believe? I don't know? Habe ich zumindest im Kopf. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es schwer, in einem Pokémon-Spiel zurückzukommen? Bei den Switch-Spielen habe ich es auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es richtig cool, wie Aktilas in diesem Spiel aussieht. Sieht hier richtig detailliert aus. I like it. Aber leider hat ein Eis-Pokémon nichts zu melden bei meinem Feuer-Pokémon. Gladimperio. Was? Gladimperio. Absolut keine Ahnung. Kenne ich das Pokémon? Gladimperio? Oh! Gladiantre ist in Weiterentwicklung. Und es sitzt da einfach rum. Es hat einfach diesen Stein unter sich mitgenommen in den Pokéball. Okay. Hau mal ab, bitte. Wow, das ist ein bisschen enttäuschend, weil das Ding ist eigentlich richtig krass. Ach nee, sitzt hier auf dem Stein? Sitzt auf seinen Haaren? Keine Ahnung, aber das sehe ich auch gerade zum ersten Mal, das Bling. Also, in-game das erste Mal. Agilusa ist ein Wasser? Oder Gift? War es nicht dieses Giftwasserviech? Was auch immer. Elektro sollte auf jeden Fall sehr effektiv sein. Vielleicht habe ich auch schon mal diesen Gladimperio gesehen und ich kann mich nur gerade nicht dran erinnern. Dann ja, dann I'm sorry, aber was soll's. So, und jetzt hau ich dir richtig eins auf die Flossen, Genosse. Flossengenosse. Bam. So, wen setze ich jetzt raus? Sie hat, glaube ich, noch zwei Pokémon, oder? Ich glaube, zwei Pokémon hat sie noch. Okay, nice. Hat man hier schon gesehen, aber egal. Ja, I don't know. Ich schätze, ich pack mal wieder meinen Super raus. Chef Rum ist ein Pflanzen-Pokémon. Ist das noch was anderes als eine Pflanze? Ich glaube nicht. Ich denke jedes Mal irgendwie bei Pokémon nach, wenn ich den Typen nicht hundertprozentig weiß, weil ich mich oft gegen die kämpfe. Chefrum, bin ich mir sicher, ist nur ein Pflanz-Pokémon, aber was ist, wenn es doch noch was anderes ist? Boden oder Gestein oder normal oder weiß ich nicht, ne? Psycho, ja, 10 Kopfstoß.
Keine Ahnung, ey. Kann ja sein. Das Ding habe ich nie benutzt. Aber whatever. Ding ist down. Entspannen uns. Gutes. Und ja, letztes Pokémon. Lumiflora. Mal machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Da bin ich doch der gleichen Meinung. Ein cooles Finale hier rüber zu bringen. So, oh, was? Feuer ist nicht effektiv. Was für ein Typ hat das nochmal? Ich hab's wieder komplett vergessen. Ah, okay. Scheinbar habe ich wirklich einfach das falsche Pokémon draußen. Naja. Na gut, das ist blöd. Aber hey, vielleicht kann ich dich ja verbrennen. Leichte Hell wie die Zukunft verlierst, Lumiflora. Da macht sie wieder ihre Gigantamax. Nein, Spaß. Falsches Spiel. Mega Entwickler. Falsch, auch ein falsches Spiel. Ihre Crystallization. Typ Gestein. Oder Boden. Aber ich glaube, es ist Gestein. So, aber zumindest kann ich es schon mal verbrennen. Wäre ich jetzt schneller, würde ich jetzt noch mit Böde treffen. Ich glaube aber nicht, dass ich mit Böde treffe. Dennoch werde ich es versuchen. Weil das würde halt hella viel Damage machen, wenn das treffen würde. Aber tut es wahrscheinlich nicht. Ach, schade, das überlebe ich nicht. Sad story. Sad, sad story. Trotzdem brennst du. Burn. Burn in hell. So. Wer darf das epische Finale machen? Lassen wir es unseren Freund und Helfer und Retter der Welt, Doofiemon, machen lassen. Ja, das wird hier ein Zuckerschlecken, du. Bam! Und das Ding ist down. Darf aber nochmal Giftbelag benutzen. Und noch was anderes. Starke Trainer gibt es zuhauf. Doch nur ein Champ versteht es, die Massen zu begeistern. Terra-Ausbruch. Das Ding ist so oder so tot wegen Verbrennung, aber... Ob es mich denn noch killt? Nein, Delphi-Man muss nicht geopfert werden für den Sieg. Da gab es schon zu viele Opfer. RIP. F. Und bam, da ist das Ding down. Yeah. Das war das Finale. Paldea hat eine strahlende Zukunft vor sich. Wunderbar. Unglaublich! Die Siegerin des großen Akademie-Turniers! Und somit die allerstärkste Pokémon-Trainerin der Akademie ist Champ Michael! Wow! Das ist geschafft, Michael! Michael, wow, ja, Michael, ja, ich krasse, wow, ich bin Kind von dir, wow, Michael, wow. Yeah, wir haben es geschafft. Wollen wir nochmal die Credits oder was passiert jetzt? Nee, es wurde nur abends. Und alle stehen hier wieder rum im A-Pose. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern, oh verdammt, das redet schon wieder, naja, wie auch immer, von Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Mit Tradition als Fundament wächst Stärke bis ans Firmament. So lautet das Motto der Orange Akademie. Und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in dessen Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zu Ende kommen. Ohne weitere Umschweife übergebe ich nun das Wort an unseren Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Sagaria. Bitte sehr. Mhm. Angetrieben von lautstarkem Zuspruch aller Anwesenden haben sich die Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur diese Akademie, sondern ganz Paldea beseelt und stimuliert. Champ Maike hat seit dem Ablegen ihrer letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Warum sind die Hintergrund immer noch alle so low FPS? Nein, wie auch immer. Anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, arbeitet sie unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf alle Menschen hier im Palais überspringen möge. Somit wird diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen.
Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Signora Zagaria, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, um das Szenen zu beenden. Doch im Verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen habe ich beschlossen, das große Akademieturnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. What? Wow, fantastisch! Deine Direktor, geile Idee! Hm, vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Wow, ich freue mich so! Juhu! Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, Nimida. Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön. Dann erkläre ich hiermit das erste große Akademieturnier offiziell für beendet. Habt alle recht, herzlichen Dank. Ich freue mich das nächste Mal, wenn ihr euch das nächste Mal beehrt. Danke! Also kann man das Turnier theoretisch nochmal machen? Nur dann nochmal gegen Nibida kämpfen? Schotzagaria oder wie hieß das? Wie auch immer, ich hab's einmal gemacht und ich denke, es reicht. Maike, das ist echt geschafft! Glückwunsch zum Sieg, das war der Hammer! Mensch, das hat mich ganz kirre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlacht zu nennen. Ach, übrigens, hier ist ein Preis. Eine Sportkappe von der Pokémon-Liga. Direktor Kleve meinte, er habe in dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihm die zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich dir den Thron der allerstärksten Trainerin, Maike. Aber mach es dir darauf nicht so bequem, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Okay. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich einfach beim Turnierhelfer an. Weißt du was, Maike? Seit du nach Paldea gezogen und meine Rivalin geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir verbündet sind. Oh, das ist nett. Bin auch sehr froh darüber. Hehehe, mach mich ja nicht verlegen. Ich sehe nur ungern so rot wie eine Tamutbeere aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, gegen dich zu kämpfen. Kann mir einer einen Kommentar schreiben, falls jemand da mehr weiß, ob das sich ja lohnen würde. Aber das war's erstmal. Und wir werden sowieso wieder angerufen. Ring, ring, ring. Wie geht's? Wie steht's, Maike? Hier ist Jim. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer der stärksten Trainerin der Akademie könnte ich kaum stolz sein. Senior Jim. Ach ja, natürlich, Senior Direktor. Ich komme sofort zum Punkt. Ich wollte dir mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem fordernde Terror Raids auftauchen. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns das preisgekrönte Turnier alles nicht unter die Arme greifen könnte. Ja klar, ich pack's mal an. Was sind das denn für Raids? 6 Sterne Raids? Sind jetzt endlich freigeschaltet? Ja, supi, das freut mich. Besten Dank auch. Deine Pokédex-App wird alle relevanten Daten automatisch aufzeichnen, sodass wir sie später auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Terror-Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als Turnier solltest die Raids nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir für deine Hilfe. Kein Problem. Schauen wir uns doch mal die Raids ein bisschen genauer an, oder? Und zwar habt ihr es alle mittlerweile wahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar gibt es ein neues Event, wodurch man ein Paradox Suicune und ein Paradox Viridium bekommen kann, je nachdem welches Spiel nun man besitzt. In Karmesin hier bei uns ist es ein Suicune. Das befindet sich hier drinne, um zu erkennen, ob es bei euch da ist, das Raid. Guckt ihr einfach auf der Map. Es hat so ein Wasserzeichen. Das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, weil ich direkt daneben stehe. Wenn ich mal ein bisschen kurz abhau, dann sieht es jetzt auch schon ein bisschen besser. Und zwar hat das Icon so eine Umrandung, ist so erleuchtet, ist 5 oder 6 Sterne, ich weiß gerade nicht. Und ja, ich empfehle es euch online zu machen, weil es ist halt sonst zu schwer. Dieses Pokémon, also Suicune ist immer Typ Wasser in einem Raid und Viridium ist, soweit ich weiß, immer Typ Pflanze in einem Raid. Das kann ich leider nicht nachtesten, weil ich, ne, ich habe kein Violet, ich habe nur Scarlet, aber ja, ich zeige euch, wie der Kampf abläuft ungefähr. Ne, ihr müsst eigentlich einfach nur dagegen kämpfen, das, was ihr sonst immer bei 5 Sternen Raids macht.
Und ich sag euch, so wie es ist, man kriegt dieses Pokémon, also sowohl Suicune als auch Viridium, nur innerhalb dieser 2 Wochen, wo das Event draußen ist. Also das Event hat, glaube ich, seit ich es halt jetzt gerade aufnehme, das Video kommt ein paar Tage später, aber jetzt, wo ich es aufnehme, ist es halt gestern erst angefangen. Und ich empfehle euch, macht direkt euer Spiel an, sucht das Raid raus, also update das Spiel, sucht euch ein Raid aus und ja, ihr könnt auch einfach online mit Random spielen. Das sollte oftmals genügen, ansonsten versucht es einfach mal wieder. Die Dinge hauen nicht ab, soweit ihr es 5-mal verkackt habt, könnt ihr es immer noch machen. Und dann zeige ich euch gleich, was das Ding alles kann, wie es aussieht. Ich mach den Final Blow. Ja, mach ich. Außer magst du schneller. Nee, ich... Nein, ich mach... Ich hatte... Kein Damage. Ich weiß. Wenn ihr den Schreit hört. Ja, der ist ganz lustig. So, Level 75 hat als Standardattacken Hydro, Dampf, Drachenpuls, Kampfgebrüll und Flammenwurf. Und als Fähigkeit Paläosynthese. Bei Sonnenschein oder wenn das Pokémon eine Energiekapsel trägt, steigt sein höchster Statuswert. Alte Attacken, die sich erinnern kann, sind folgende. So, und jetzt mache ich mich auf zu Viridium. Aber ganz ehrlich, ich finde Windewogel sieht echt cool aus. Und by the way, falls ihr die beiden nicht finden solltet, könnt ihr auch einfach hier bei Terraid suchen, die beiden relativ einfach finden. Die sind hier ziemlich oft im Moment. Die Kamera ist bei mir im Boden. Bei mir auch. Ich glaube, Suicune ist noch ein bisschen verbuggt online. Ich glaube, es ist schon vorbei. Ich glaube, das ist gerade nur ein Bug, dass es weitergeht. Ja, komm, das geht auch. Ich hab Glück und mach ein One-Hit raus. Oh, es bleibt nicht mehr viel Zeit, es noch geht. Ja, aber ich muss dich wieder angreifen dürfen. Ich mach Buff, ich buff dich. Ja, buff mal. Der Bahn! Geht's oder nie? Oh mein Gott! Endlich! Bitteschön! Warum ist das Viech so klein? So, nachdem wir dann ohne Schwert, ohne Probleme alle beide gefangen haben, hier ist nochmal Eisenblatt. Das ist das Viridium. Und ich lag übrigens falsch. Das Ding hat den Terra-Typen vom Psycho, nicht von Pflanze. I'm sorry, da lag ich falsch. Aber ja, das sind die Attacken. Psycho-Schneide. Laubklinge, Fielender und Schwerttanz. Mit der Fähigkeit Quantenantrieb. Wenn ein Elektrofeld aktiv ist oder das Pokémon eine Energiekapsel trägt, steigt sein höchster Statuswert. Das sind die alten Attacken, die es erlernen kann. So. Und ja, wie findet ihr eigentlich diese beiden neuen Pokémon, die es jetzt nur für 2 Wochen lang gibt? Hier übrigens die Signature-Attacke von Hydrodampf. Ich würde gerne die Beschreibung von euch. Ja, hier ist die Beschreibung davon, von Hydrodampf. Das ist, glaube ich, eine neue Attacke. Drachenwolf, Flammenwurf kennt ihr schon. Das ist hier von Kampfgebrüll. Könnte auch neu sein. Habe ich bisher zumindest noch nicht gesehen. Hier von Psycho-Schneide. Der Rest ist alles alt. Und ja, das war's dann. Und ja, das war's dann mit diesem Video heute. Wir werden uns dann das nächste Mal wiedersehen, wenn es wahrscheinlich heißt, dass der DLC draußen ist. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit euren beiden neuen Legis. Und bye bye.